Hallo meine lieben Jungs! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft mit eurem Nena MC und dem coolen Revi. Und Sven auch. Hallo! Hallo! Wir spielen heute wieder auf der Shop hat eröffnet! Müssen wir kaufen Diamanten für nur 700! Kaufen! Was? Ein billiger als bei mir? Ich hab einen Diamanten gekauft für 700! Ein billiger als bei mir? Hör auf, das aufzunehmen, wir sind günstiger! Hör auf! Hör auf, das zu filmen! Schnäppchen! Das ist voll. Schnäppchen! Buh! Ich hab den ersten Diamanten gekauft! Iron Ingot. Ah, da sind sie aber teurer als ich. Und hier Lapis. Da sind da. Guck mal hier, Emeralds. Ah, Leute, ich würde hier nicht hingehen. Nee, ist bestimmt teuer. Ich sehe auch gerade, das sind. Kind von Diamanten, das sind ja von Kindern hinten gemacht. Blutdiamanten. Die besonders schöne sind das. Das sind Blood Diamonds, ich würde hier nicht reingehen. Jetzt hast du den noch so ein. Dena, du bist echt unverantwortlich. Ich dachte, ich könnte jetzt hier auf dem Server wieder was verdienen, aber nein. Jetzt bin ich glaube ich pleite. Hier steht Zutritt verboten, aber ich bin im Lager drin. Wieso bekomme ich immer von dir einen Mark? Ich bin im Lager. Kleine Finger mal offen ist. Ich habe 153,50. Kommt alle ins Lager rein, da steht Zutritt verboten. Da sieht die Konkurrenz aus. Revi, jetzt möchte ich in meine Wohnung, um mir den Diamanten zu sichern. Ich habe schon eine Wohnung gekauft. Ich habe mir ein Penthouse damals eingerichtet. Ach, Wohnung sogar? Ich dachte, du hast eine... Alter, was hast du denn alles schon? Ja, Ich habe eine Eigentumswohnung gekauft. Hast du die gekauft von dem ganzen Diamantbetrug? Wirklich? Der spricht von Blutdiamanten, aber wisst ihr, wie er an die Diamanten gekommen ist? Wisst ihr, wie er an die Diamanten gekommen ist? Der ist über Leichen gegangen. Ich habe Kinder getötet. Ja, aber ich wohne wirklich. Du bist in Heulen zusammengesunken, als sie gespielt haben und so abgezogen wurden von dir. Ja, da lacht er. Aber hat er. Ich bin das Arschloch vom Server. Ich weiß noch, wie ich damals auf Minecraft, ich weiß ja nicht, ob jetzt die Zuschauer überhaupt, die ja keine Ahnung haben, wie Minecraft war, ob der jetzt überhaupt so alte Minecraft-Geschichten interessant findet. Anekdoten. Aber jetzt ist es einfach trotzdem. Machen die einfach raus. Ich hab damals jemanden, der hieß King Julian irgendwas und der war auf jeden Fall unter 12. Und den habe ich für so richtig, der wollte irgendwas, der hat mir mein Grundstück, ich hatte so ein gut laufendes Kaufhaus, bitte teleportiert mich schon mal an die Stelle, wo wir hin müssen, oder sagt mir, wo ich muss. Und ich hatte so ein gut laufendes Kaufhaus, aber ich wollte ein größeres Kaufhaus und dafür bräuchte ich aber Geld. Und dann habe ich einfach mein gut laufendes Kaufhaus für richtig übertrieben viel zu viel Geld an denen verkauft. Schau mal hier, Felix. Der dafür ewig gefarmt haben muss und der dem nachher nichts gebracht hat, weil ich gegenüber ein besseres Kaufhaus gebaut habe. Der kam nicht wieder auf den grünen Zweig, einfach. Ey. Hey, warum ist der Typ jetzt hier? Wieso? Wie machen die das? Die sind überall. Die sind echt überall. Das kennen die nicht eigentlich. Also wie gesagt, das hier ist meine Eigentumswohnung. Die habe ich vorher... die hast du aber nicht selbst eingerichtet. Doch, habe ich wirklich. Frag Sven. Ja, hat er. Hat er wirklich. Ehrlich? Ja, hat er mal einen guten Tag gehabt, komm. Alleine wohne ich hier. Das hast du alles alleine gebaut? Ja, guck hier, komm her. Wie viel A Zeit hast du? Wie viel A jetzt B Geld hast du? Wie viel C Ideen hast du von wo geklaut? Ja, ich hab tatsächlich was ein bisschen geklaut, aber das ist nicht schlimm. Komm mal hier mal drüber, wir fangen mal hier Bad an. Ist das hier ein Kino? Das ist mein Fernseher, ja. Hau bitte nicht das Bild weg. Was er da für einen Sitz hat, ne? Krass, Alter, läuft bei dir, Revi. Komm mal mit, ich zeig dir mal das Bad, da bin ich richtig stolz drauf. Und zwar haben wir hier wirklich ein richtiges Luxusbad, wie man sieht, hier mit einer Badewanne, ne? Boah. Und einer Dusche und einem Kacklo. Kann man sich hier auf dem Server auch einlegen? Das wäre gut. Guck mal hier, siehst du das Klopapier, Dena? No. Guck das Detail an, siehst du das Klopapier? Der Klop? Siehst du das? Guck da, guck. Ja? Das ist Klopapier, oh, nein! Neues Klopapier gekauft. Die Rolle ist leer, Mann. Und hier sind noch kleine Handtücher und sowas. Und hier ist Kaltwasser und Warmwasser. Oh, wie sehr hast schön. Du das gemacht, so rot und grün? Ja, mit diesen Item-Frames. Hä? Guck, da kann man richtig viel mit machen. Das ist so ein Teppich, so ein Teppichstück. Und dann ist hier, also das Problem ist, Dena, wir haben nur ein Schlafzimmer. Ich habe da für dich schon eine Lösung gefunden. Komm mal mit. Das hier ist mein Schlafzimmer hier, ne? Also hier. Ja. Wir können uns das natürlich teilen. Hier ist mein Aufnahmeraum, wie du siehst, ne? Er will mich schon verführen direkt in der ersten Nacht. Nee, komm mal mit. Also läuft das bei mir nicht. Und zwar, Sven hat dir schon ein Schild angebracht. Ja. Ja, für ihn. Guck hier. Schön zum Essen aus für den Revi. Geh da rein in deine Kammer, Harry Potter. Nein, ich seh gar nix. Mann. Das ist Dena's Rumpelkammer. Das ist so wie bei mir unter der Treppe, Revi. Ich weiß, ich glaube, das fühlt sich da wohl. Dena, das Schrankkind. Guck, ich kann hier gar nichts abbauen, Leute. Doch. Leck gerade nur ein bisschen. Oh. Du bist ja sogar Owner, als Owner eingetragen. Du kannst jetzt hier. Erst? Guck, Dena, ich hab hier sogar einen Billardtisch gebaut. Siehst du das? Wir kriegen einen Billardtisch hier.
Und Dena, pass auf, jetzt kommt das Schmankerl. Komm mal mit nach oben, okay, bitte, ja? Du wirst ausrasten. Ja, ja. Auf unserem Rooftop drauf haben wir einfach wieso die geilste Dachterrasse. Wieso müssen wir das so komisch aufmachen? Ja, weil hier noch keine... Ja, hier, noch keine hier ist noch keine, hier ist noch keine Tür. Schau mal hier bitte hier oben. Richtig, das teure Luxushaus. Dann muss man das einfach aufmachen mit man Blättern. Man sieht gerade im Chat, wie man Geld... Wie man Geld einfach, sinkt. Der verkauft gerade jemand sein ganz Mossy Cobblestone an mich. Hallo, hör auf. Patrick. Ja, danke dafür. Das war nur. Oh mein Gott. Guck mal, ist das hier nicht geil hier oben ohne Witz so zum Chillen? Ja, das sieht echt cool aus. Also ich hatte sowas auch auf meinem Kaufhaus, da hatte ich einen Dachpool am Ende drauf in Minecraft. Aber nicht so einen krassen. Nee, der war größer, der war noch krasser. Wenn man hier mal die Skyline guckt und so, also ich bin auf jeden Fall mit unserer Eigentumswohnung hier, können wir richtig exzellente Partys feiern. Ich finde das super, dass du schon unsere Eigentumswohnung sagst, weil wenn wir uns dann trennen, dann gehört mir sozusagen die Hälfte. Die Hälfte. Ja, Moment, da müssen wir erst einen Ehevertrag und sowas schließen, wenn es geht. Ja, gerne. Übrigens, du musst halt auch aufpassen, Feuer ist ja auf dem Server hier auch heiß, ne? Das merke ich gerade. Ist immer ein bisschen... Ja, genau. Aber wie gesagt, also hier kann man auf jeden Fall in Ruhe, sag ich mal, chillen, weil hier auch eigentlich keine Leute draufkommen, außer dieser komische Typ, der sich hier eingenistet hat, ich weiß nicht. Ja, kannst du die Tür sozusagen abschließen, oder wie ist das? Ja, hier oben, guck, ich hab da so einen Trick. Ich möchte... Wisst ihr, das ist ganz einfach. Ach, guck mal hier. Steigerung, ist hier schon ein richtiges Holz. Dena, schau mal, ich hab sogar an unsere Aufnahmeplätze gedacht, hier darfst du aufnehmen, hier. Hier ist dein PC. Ich brauch einen schönen Hintergrund. Oh, voll, das ist natürlich geil, der Hintergrund, das ist gut gemacht. Das ist total geil mit dem Kamin. Mhm. Ja. Und guck mal hier ist dann noch unsere Küche. Ja. Also auch mit Donnerstagsschraube und sowas. Funktioniert hier auch der Kühlschrank? Nee, noch nicht. Den muss ich noch einbauen. Aber hier ist dann... Wo ist die Waschmaschine? Die habe ich nicht angeschlossen bekommen. Du weißt, dass ich sowas nicht kann. Und hier ist dann unser Abstellraum. Ich habe auch überlegt, dich hier einziehen zu lassen. Guck, hier passt ein Bett rein. Hör auf, Sven. Das ist... Nein. Ich wollte euch beide zusammenbringen. Das haben schon viele versucht. Hat nie geklappt. Was machst du gerade? Was klaust du gerade schon wieder? Nix. Ja, alles. Wahrscheinlich. Der Junge ist einfach wieder so todesreist. Voll ausgerüstet ist, ey. Guck, und hier haben wir richtig viel Platz für Freunde zum Einladen. Okay. 5 Freunde von mir und ja, dann kannst du mal gucken, wenn du einlädst. Ja. Hier ist noch ein Kompass drin. Ach, den nehme ich. Ja, also alles in allem eine sehr schöne Wohnung, ja? Wir müssen es ja halt nur mit dem Zähneputzzimmer absprechen, ne? Wieso? Hast du keine zwei Badezimmer? Nee, leider nicht. Aber wir können vielleicht noch so ein Ding in die Wand reinbauen. Und hier vorne... Hey, wie ist das denn jetzt gewesen mit dieser Eigentumswohnung? Wie sieht die denn von außen aus und so weiter? Wir können ja mal hier runtergehen. Hey, ist das... Du hast ja auch die Dachetage, ne? Ja, ich hab die Dachetage. Kann man mir gut die Tür aufmacht von Luxus und so. Hey, wieso machst du nicht einfach die Tür zu? Ja, dann kommt doch jeder rein. Kann man die nicht abschließen? Noch nicht, nein. Wieso machst du die Tür nicht zu? Da kommt da jeder rein. Nee, kann man leider nicht abschließen. Das kommt noch nicht. Komm. Geh runter, komm. Das höre ich auch mal. Bald. Ja, komm, bald. Morgen, nur nicht heute. Ja, bald, Dena. Bald. Wir kommen nochmal raus jetzt. Ich habe auf diesen Server gewartet, dann kann man nicht mal Türen abschließen. Du bist so ein Holzkopf. Nee, ich habe Holzbeine gehabt. Hier, siehst du, pass auf, da. Wie? Sind Holzbeine. So, komm raus jetzt. Wir müssen los. Sven, das Holz kriege ich wieder, Sven. Das kriege ich wieder. Sven, da ist... Warum ist hier eigentlich so dunkel? Ja, Mann, weiß ich nicht. Und er hat es geschafft, komm. Okay, wir weiter. Ich mach hier mal zu. Das war jetzt kompliziert. Ganz professionell. Ja, das hier ist quasi das Dachgeschoss von einem Hotel. Mhm. Und ich sag mal so, die Mieter, die jetzt unter mir wohnen, zum Beispiel der Doc232 und der MaxDoc und der Rote Creeper werden auf jeden Fall jetzt laute Stöhngeräusche aus unserer Wohnung hören. Und eventuell, von euch beiden, oder was? Und eventuell mal, wenn den alleine zu Hause ist, den Staubsauger. Weil Dena ist für den Haushalt zuständig. Achso, ja klar. Stimmt's? Wie bitte? Ha, und wie kann ich, damit ich das Geldverhältnis hier so einschätzen kann, wie teuer ist das sowas hier? 300 D-Mark für 7 Tage. So ein Hotelzimmer 300, ich habe für die Wohnung richtig viel geblecht, ne? Wir müssen jetzt also über Geld reden. Also für dein Zimmer wie viel? Für paar tausend. Wie, paar tausend? Ja. Für die Wohnung da oben paar tausend, ja. Pro... Genaue Zahlen dürfen wir nicht nennen. Aber eigentlich kauft. Ja, ja. Ach so, okay, ich dachte pro Woche. Oh, guck mal, hier kann man spenden. Die kosten pro Woche so ein Zimmer. Guck hier, Dena, hier können wir spenden für ein gemeinsames Enchantment-Helm von Tento Place. Komm, wir werfen da Holz rein. Das braucht man. Oh, das ist aber... Guck mal, oh, das ist aber... Ich weiß nicht, warum ich Redstone habe, aber ich habe Redstone. Ich glaube, da mag jemand gerne Licht. Hey, wie seid ihr denn da durch? Hey, was ist das hier? Ich verstehe das nicht. Manchmal, ich will ja niemandem zu nahe treten. Und manchmal frage ich mich, was die Leute sich dabei denken, wenn sie sowas bauen. Ich finde, du hast deine Wohnung schöner eingerichtet. Hey, wieso hat der denn so dunkles Glas hier? Kann man gar nicht durchgucken.
Wenn man's anhaut, geht das. Guck, wenn man dagegen schlägt, funktioniert das. Dann kann man kurz durchschauen. Das ist so ein diffusionsoffenes Glas. Ja, Tentoplanet. Schön doch. Sven, kannst du das hier kaputt machen? Ich bin Admin-Mann, klar. Ja, ich bin nur Owner. Kann den ganzen Server kaputt machen, wenn ich will. Ja, Moment, aber du bist ja nur Owner von der Wohnung und nicht vom Server. Ja, der Dena. Dena denkt einfach, ihm gehört der Server. Ich hab grad seinen Traum zerstört. Mann! Okay, was machen wir? Du hast mich also als Owner von der Wohnung eingetragen. Ja. Obwohl Revi dir gekauft ist, weil du von Anfang an nicht vertraut hast. Nein, Revi hat drum gebeten, dich eintragen soll. Wegen Wohngemeinschaft. Wegen WG. So. Aber du musst auch Hausgeld zahlen. Du willst was von mir. Du musst auch Hausgeld zahlen, ne? Und ich bin euer Kind. Der hat eine Holzbadewanne hier. Guck. Weißt du, Revi, unser Kind ist einfach der König der Welt. Er kann uns jeden Tag einen Dollar überweisen oder eine Mark. Ja. Wo seid ihr? Kommt mal runter. Hier, eine Holzbadewanne. Darf er noch nicht vom Becken ranspringen. Okay. Aber und du hast halt diesen riesen leeren Raum bekommen, den hast du selbst eingerichtet. Richtig, genau. Ich möchte mal das Haus von draußen sehen. Ja, dann komm, lass uns mal runtergehen, da unten. Ja. Ganz nach unten. Komm, Zwiebel-LP. Ich hab grad Zwiebel-LP. Was weißt du bestimmt wirklich? Alter, das ist voll kompliziert, hier runterzukommen. Oh, das geht. Wo ist hier die Tür, Sven? Sie sind zentriert. Wo ist die Tür? Wo ist die Tür? Genau davor, Mann. Hier müsste die Tür sein. Dann hier ist sie. Guck mal. Die muss in der Mitte sein. Aber wo kommt der denn runter? Hä? Ganz woanders. Ja, und das hier ist quasi das Haus von außen. Und ganz oben die Etage. Ich finde das Haus von außen sehr schön. Guck mal, so ein richtiger Altbau. Und wo direkt sind wir hier in Relation zum Spawn? Guck hier, der Spawn ist hier. 20 Meter. Wir sind quasi die beste Stadtlage. Und man hat ja keine Lage. Warps, außer Slash Home, ne? Ja, genau. Du musst alles laufen. Aber gibt's, wir können mal ganz kurz noch... Bitte? Gibt's auch eine Bahn? Ja, gab's, aber das hat so gelaggt, dass ich mussten wir runternehmen. Vorläufig oder komplett? Für immer, leider. Oh. Ja, tut mir leid. Aber das kann man ja mit irgendwelche anderen Fortbewegungsmöglichkeiten außer gehen? Pferde, ja, du kannst hier ein Pferd auf der Map suchen, die ist groß aber genug. Aber das ist für den ja nichts. Aber es kommen später noch Haustiere dazu, wie genau. Felix. Da kannst du noch drauf reiten. Kann. Und ich krieg dann zum Beispiel den Mark. Genau. So ein Iron Golem. Genau. Kann man auch eine Fledermaus haben? Ja. Kann man auch starten? Die könnte fliegen, ja, das ist das Problem. Bitte! Kriege ich jetzt einen Enderdrachen, Sven? Nein, gerade nicht. Nee, Sven, bitte. Ich habe bald Geburtstag, Sven. Ich habe in weniger als einem Monat Geburtstag. Oh Mensch, ist ja gleich. Ja, 25.06. Geburtstag. Schreib dir das in den Kalender. Ja, auf jeden Fall, muss ich mir merken. Da kriegt er den eine Fledermaus. Ich mache jetzt so eine Bemerkung über einen Wunsch, den ich schon lange hege, den sich Menschen, die mir nahestehen, ja merken können. Ach, wäre das schön, wenn ich irgendwann mal eine Fledermaus hätte. Ein kleiner, bescheidener Wunsch. Eine Fledermaus. Das vielleicht hast du Glück. Vielleicht ist ja irgendein lieber Mensch hier und schenkt mir zum Geburtstag. Ich hab ja bald Namenstag. Wie schön wäre das, wenn ich 20.000 Minecraft-Mark hätte. Und ich glaub nicht, dass dir irgendjemand irgendwas schenken möchte. Doch, ich hab oben im Hotel zum Beispiel eine Spendenbox eingerichtet. Ich weiß, Manuel schenkt dir die ganze Zeit schenkscheiße.de oder wie das heißt. Das stimmt. Nein, aber wir haben oben eine Spendenbox eingerichtet, da spenden Leute immer. Übrigens, ich muss ganz kurz mal ins Hotelzimmer, komm mal bitte mit, ich muss noch eine Sache machen, bevor ich wir jetzt hier die Aufnahme... Erstmal bin ich müde und möchte die Aufnahme bis auf morgen die nächste Folge vertagen, ja? Aber ich muss in meiner Folge noch schnell was machen. Das ist ganz wichtig. Was möchtest du machen? Ich muss in meiner Folge noch ein Buch vorlesen, weil ich wollte jede Folge jetzt ein Buch vorlesen, was die Leute in... Du hast letzte Folge nicht gemacht. Ja, da war ja auch... Nö. Da war ja auch was Besonderes. Nö. Meine Nachbarn sind übrigens wieder da, die mit dem Pissen durch meine Wand geguckt haben. Hey, wieso hast du jetzt immer noch im Hotelzimmer, obwohl du schon woanders wohnst? Ja, weil ich es kann. Also, hier ist das Buch Fanboy von Krieger. Nee, das ist blöd, das will ich nicht lesen. Ich versuche erstmal unser Haus zu finden. Ist das von der weißen oder roten Fassade? Vorlesen in Folge. Also ich lese. Hi, du Nudeln. Da ich gehört habe, ich bin ein persönlicher Dosenöffner, verlange ich 3000 D-Mark pro Tag. Oder sonst was, melde ich im Video. 30 D-Mark. Wenn du verhandeln willst, lies die nächste Seite. Verhandlungen. Wenn du dagegen bist, besuch mich in meinem Büro. Wir suchen eine Lösung. Kündigen kannst du mich nicht, weil ich deine originale Unterschrift besitze von dir. Revis Unterschrift. Das heißt, du kannst deinen Vertrag bis 2016 nicht kündigen. Du kannst aber das Geld für 2 Jahre bezahlen. Und dann gehe ich wieder. 21.000 D-Mark 900. Also kommen wir ins Geschäft. Und wenn du so doof bist und bis hierhin liest, halte ich einen Vortrag über Tomaten. Tomaten, sie sind rot, sie schmecken nach Scheiße. Sie wurden zuerst in Amerika gedeckt, sie sind homosexuell, man kann an ihnen sterben. Bitte was? Also, ich habe dir in einer Minecraft-Folge 2 in die Hose geschissen. Was? Dein persönlicher Dosenöffner, it's Beams. Ja, der ist gerade da.
Dankeschön. Das ist wirklich mein Dosenöffner. Der ist immer für meine Dosen da. Okay, Freunde, werft uns auf jeden Fall hier. Ihr seht schon, ich habe noch einiges an Büchern vorzulesen. Werft uns hier in den Trichter, den ich hier gleich wieder hinmache, Bücher und sowas rein. Der Dena freut bestimmt auch über ein bisschen Post. Ich schreibe dir auch. In der nächsten Folge schreibe ich dir einen Brief. Okay, finde ich schön. Okay, Freunde, da war es das von Dinecraft und die Schlussworte hat der liebe Felix. Wir sehen uns morgen wieder. Wie gesagt, wie in der letzten Folge schon gesagt, schaut auf jeden Fall bei Revi vorbei, der nimmt ja auch auf und macht hier noch andere Sachen als ich und hat schon viele tolle Sachen. Also schaut bei ihm vorbei, Link ist in der Beschreibung, schaut bei Sven vorbei, da seht ihr die Admin-Perspektive sozusagen, was der alles so macht. Link zu ihm ist in der Beschreibung und schaut im Forum vorbei, wenn ihr auch irgendwie mitspielen wollt oder wissen wollt, was da auf dem Server losgeht. Das Forum ist in der Beschreibung verlinkt, da findet ihr auch einen Link zum Server und alle Informationen und nicht Fragen, sondern da alles nachlesen. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Mach's gut, ciao. Ja.